Okay, wunderbar. Ja, klar. Liebe Kommilitonen, ich hoffe erstmal, ihr könnt mich alle gut verstehen. Es ist jetzt ungefähr ein halbes Jahr her. Der ein oder andere von euch erinnert sich vielleicht noch daran, da hatten wir bei uns im Vivi-Innenhof unsere typische Vivi-Sommerfeier. Und an dem Tag saß ich zusammen mit unserem Vorstandsvorsitzenden, Herrn Marvin Gaube, im Büro des Akademischen Börsenkreises. Und an dem Tag habe ich Marvin eine Geschichte erzählt. Von einem Hedgefondsmanager aus Deutschland. Eine ziemlich imposante Geschichte. Und dieser Mann ist für viele Dinge bekannt. Auf der einen Seite hat er, wie ein Hedgefondsmanager das natürlich macht, sämtliche Unternehmen geschortet oder zerschlagen. Beispiele dafür sind die Bremer Vulkan, die heute nicht mehr existiert. Eine sehr große Reederei damals. Was ihr vielleicht alle kennt, ist das Unternehmen Sixt oder Gazprom. Zudem hat er damals den BVB gerettet. Also jeder Fußballfan unter euch, der Dortmund unterstützt. Gut, das hätte ich jetzt vielleicht nicht sagen dürfen. Der ist ihm dankbar. Oder auch nicht. Zur selben Zeit hat Florian Homm eine Kugel in den Rücken bekommen. In Venezuela. Kurz vorm Rückenmark. Zum Glück konnte er überleben. Er zählte damals zu dem Zeitpunkt zu einem der reichsten Deutschen in ganz Deutschland. Und irgendwann wurde ihm das Ganze mit seinem prächtigen Anwesen auf Mallorca einfach zu viel. Und er hat sich eine Kiste Zigarren geschnappt, $500.000 und ist abgehauen. Keiner wusste, wo er war. Er stand zu dieser Zeit auf der FBI-Fahndungsliste. Sorry, das kam erst nach meinem Italienurlaub. Ah, okay, sorry. Auf jeden Fall bin ich mir sicher, er kann diese Geschichte und das, was er daraus gelernt hat, euch allen viel besser erzählen als ich. Und ich hätte damals nicht gedacht, dass er heute hier ist und den Weg zu uns nach Halle findet. Und deswegen bitte ich um einen ordentlichen Applaus für Florian Homm. Hallo. Ich glaube, ihr habt nicht den geringsten Schimmer, wie privilegiert ihr seid. Also weltweit gehört ihr zu den 5%, die studieren können, dürfen. Hört sich vielleicht nicht nach viel an, aber bevor ich heute früh morgens aufgestanden bin, sprach ich mit einem meinem besten Freund in Italien, unter anderem bekannt als Babykiller, weil er mit 16 Jahren schon 3 Cosa Nostra-Mitglieder weggefegt hatte und dann zum Glauben fand. Mit mir. Das ist wirklich lächerlich, weil ich war bekannt als der Antichrist der Finanzwelt. Das heißt, ein Antichrist hilft bei der Bekehrung eines dreifachen Mörders, der mit 16 Leute wegbläst. Das ist doch wunderbar. Wundervoll. Und heute früh sprach ich mit Giovallin, der jetzt nach 23 Jahren Knast in so einem Fotokopierladen im Knast arbeitet und sagte: Florian, ich konnte mal in den Computer und habe dich gegoogelt. Das ist ja verrückt, was du jetzt machst. Und sagte mir ganz stolz: Und du musst jetzt auch mich wieder mal googeln. Weil ich bin jetzt auf WhatsApp und ich habe mich irgendwie so eine Facebook-Seite gemacht mit meinen Kommilitonen. Und dann ging ich auf die Facebook-Seite, die fand ich nicht, und googelte wieder mal meinen Freund Giovallin aus Albanien, aus Skodër.
und fand wieder, okay, 520 Gramm Heroin, 20 Kilo Heroin, 3 Leute umgebracht, Bandenchef abgeballert in Amsterdam. Leute, das ist eine andere Welt. Ich möchte eigentlich nicht nur mal gerne hin, aber ihr seid privilegiert. Und ihr seid auch privilegiert. Und ich bin auch privilegiert, dass ich hier sein darf, weil wenn Sie eine Kugel haben, ein 38er, ein fettes Kaliber im Rückgrat, ein Attentat überstanden haben, eine Kopfgeldjagd für 1,5 Millionen Euro und nicht aus der Harvard Business School rausgeflogen sind, obwohl Sie während des Examens gekokst haben, dann sollten Sie sehr dankbar sein. Traut keinem, auch nicht mir. Okay. Es geht um Erfolg und Erfüllung. Ich meine, das ist nichts Neues, okay? Sokrates hat ungefähr grob damit angefangen. Und ich habe das ausgetestet. Weit über die Grenzen. Erfolg. Und macht das mich glücklich? Hätte es richtig glücklich machen müssen, denn ich war mit Auszeichnung 2-mal Harvard-Absolvent, Basketball-Nationalspieler. Meinen ersten Aufsichtsrat und Vorstandsposten hatte ich mit 19, meine ersten Millionen mit 22. Keiner in Deutschland hat in dieser Phase mehr globale Investmentauszeichnungen bekommen. Ich war mit 45 Milliardär, mehrfach Bestsellerautor. Die Krönung war, wie ich Botschafter wurde von Liberia, da mussten die mich mit Eure Exzellenz ansprechen. Gott, wie peinlich. Und war Ehrendoktor und UNESCO-Delegierter. Hatte sogar eine super Frau, 2 kerngesunde Kinder. Und ich hatte alle Spielzeuge. Okay? Das brauchte ich für mein überdimensioniertes Ego. Ich hatte ungefähr 6-7 Domizile und 10.000 Quadratmeter private Wohnfläche, die ich teilweise leider, diese engen Raum mit meinen 2 Kindern und meiner Frau und ungefähr 30 Bediensteten teilen musste. Teilen. Ja. Familie und Erfolg. Ich sage Hardcore-Erfolg. Geht das? Das ist ein ganz seltenes Bild. Und hier ist der Buch schon ein bisschen älter, ich bin wieder back in business. 100 Millionen haben nicht gereicht. Ich war noch voll Energie. Und da ist dieser Bub, der sich mit meinem anderen Bub streitet und ich sage, oh, scheiße, was mache ich hier? Ohne zu wissen, dass ich bereits im Paradies war. Ich lebte damals in einem bescheidenen Palazzo, ungefähr 5 Minuten vom Zentrum von Palma, mit 100 Orangenbäumen, Helikopterlandeplatz. Das Gästehaus hatte schlappe 700 Quadratmeter. Ich musste auf meinem eigenen Privatbüro, das war ungefähr 200 Quadratmeter, das Hauptbüro 1300, Tennisplatz, privat so. Aber ich war unglücklich. Ich sprach mit meiner Tennismaschine. Nicht gut. Meine Frau sagte mir, get a job. Das menschliche Ego ist unersättlich. Mindestens 99% der hier Anwesenden, inklusive meiner Wenigkeit, denken genau gerade in diesem Augenblick, dass sich die Welt um uns dreht. Dass wir merkwürdigerweise irgendwie im Zentrum des Universums stehen.
Das meinen ungefähr 8,9 Milliarden Leute. Und die Leute, die wie ich recht viel Macht hatten und recht viel Mittel, meinen das noch mehr. Und die Spielzeuge und der Lifestyle, der nach außen getragen wird, das ist eine Fata Morgana. Sie werden nicht so erfolgreich durch Zufall. In vielen Fällen ist es hochgradige Intelligenz kombiniert mit einer wahnsinnigen Beharrlichkeit und Ausdauer. Und das frisst an der Physis, an der Seele. Vielleicht kennen Sie ja die Studie aus dem Investmentbanking, die zeigt, dass in den Hardcore-Jobs, und das machte ich ein Vierteljahrhundert, in den ersten 4 Jahren 60% der Young Professionals entweder physisch oder psychisch versagen und aussortiert werden. Ich habe das ein Vierteljahrhundert gemacht. Und die Deals sind teilweise bekannt, einige sind vor eurer Zeit. Penthouse ist was mit Mädchen drin. Gazprom hat Öl und WCM hatte mal viele Immobilien. Über L6 darf ich nichts sagen, weil ich glaube, wir haben 120 Vertragsseiten, dass wir nichts übereinander sagen. Deswegen sage ich gar nichts über Herrn Sixt. MLK gibt es noch. Aber er ist auch ein bisschen kleiner geworden, war mal im DAX und ist jetzt, glaube ich, irgendwo anders. Und TUI, naja, ich weiß, das interessiert mich auch nicht mehr. Wir machen, glaube ich, noch Reisen. Und was bleibt hängen? Sie haben eine Kugel im Rücken, Sie wissen, hier blutet, wie so ein Schlauch blutet es bei Ihnen raus. Die Milz ist zerballert, das wissen Sie noch nicht. Die halbe Lunge ist zerballert. Sie haben... Aber sind aber noch im Kopf da. Und die sagen sich, was mache ich jetzt? Okay, Alter anrufen. Hallo, Susan. How love, how are you? Sag ich, not so well. I just got a bullet. I said, what a bullet? Caracas, they shoot people here. Oh, shit. Und nachdem ich dann sage, ich liebe sie, und den Kids sagt ihnen das auch, dass ich sie liebe. Ich weiß nicht, ob ich das jetzt überlebe, weil mittlerweile meine Hose, meine Socken, alles ist rot. Das Hemd sowieso auch. Das fließt ja blutig nach oben, aber es schien so. Das war auch hier oben Blut. Sage ich, weißt du was? Das steht in ungefähr 6 Stunden in den Zeitungen hier in Caracas. Und du hast ja noch, sitzt hier noch ungefähr 400 Millionen Euro Aktien. Fang mal an zu verkaufen, weil ist doch logisch. Hallo. Das ist keine Inside-Information. Die Information gibt es schon in Caracas und ihr könnt Europa dealen, bis die Information da gekommen ist. Ist das ein geiler Free Lunch? Alte, verkauf Aktien. Damit der Treuhand vor der Kinder ein bisschen anschwillt. Okay? Aber was bleibt denn übrig von hunderten Transaktionen, 20 Milliarden Fundraise, selber Milliardär, tonnenweise Börsengänge gemacht? Ich erinnere mich noch an Borussia Dortmund, das war ein fatales Geschäft. Oder an die UNESCO. Oder aus einer Dynastie, die mindestens 2 größere jüdische Unternehmen arisiert hat. Boah, wie peinlich. Den größten jüdischen Dating-Service. Der Enkel gründet und finanziert den größten jüdischen Dating-Service für zu 400.000 jüdischen Hochzeiten. Jüdische Dating-Diaspora ist beendet. Ein Jude in Argentinien kann eine Jüdin Kamatschka oder Kamatschka da irgendwo an der Arktik treffen und kennenlernen und heiraten. Wundervoll. Wie absurd. Und dann ein Unternehmen, das die Vampirkrankheit heilt. Weiß jemand, was das ist? Hallo? Hannelore Kohl-Krankheit? Super lichtempfindlich. Wenn die jetzt hier in der Vorlesung wären,
würden die mit zum Astronautensuit rumlaufen. Es sind aber nur 10.000, aber da haben wir die Lösung finden können. 80 Millionen Euro später. Aber für mich auch nicht uninteressant, weil ich die Aktie bei 30 Cent fand. Da habe ich es einigen erzählt. Nach einem Jahr stand sie bei 12 Dollar. Und wenn ihr das gemacht hättet, hättet ihr aus 10.000 400.000 gemacht in einem Jahr. Und wenn ihr Kopfgeldjagd gekauft hättet, vor 3 Jahren und 10.000 Dollar reingetan hättet, das ist eine Empfehlung im verdammten Bestseller-Klassiker, in der Autobiografie, tue ich noch eine Börsenempfehlung rein, hättet ihr heute 90.000. Das geht. Geld verdienen geht, ist nicht schlecht, ist sogar super und es ist sensationell, wenn ihr es mit Sinnvollem verbindet. Das ist der Kasus Knaxus. Sinnvoll. Weil den anderen Kram, wenn du eine Kugel gefangen hast oder im Knast am Verrecken bist, da erinnerst du dich nicht mehr dran. An die Kids, ja, und die Alte und ein paar andere noch Alte. Aber an den ganzen Müll, da geht gar nichts mehr im Kopf rein. Also ich trat vollkommen überraschend in der Spitze meiner Macht und meines Vermögens aus dem Geschäft aus. Weil es hatte mich nicht erfüllt. Also alles, was ich dachte, was mich glücklich macht, hat nicht geklappt. Was jetzt? Bumm, ein bisschen zu dramatisch, okay? Aber ich wusste noch nicht mal so richtig, was ich fragen sollte. Weil ich hatte es so stark betrieben, dieses Leben, die Lebensintensität bis zum Kollaps fast. Aber diesem Exzess, da liegt doch auch eine Antwort drin. Die Antwort ist doch, no fucking way. Und was macht uns denn glücklich? Wie läuft's denn? Und dann war ich 5 Jahre lang auf der Suche nach Antworten. Nein, ich brauchte 2 Jahre, um die richtigen Fragen zu stellen. Und die Antworten werden heute mitgeteilt von jemandem, der sich wirklich nicht um seine Reputation schert. Also meine Kinder sagen immer, Florian, die Kinder haben es ja mitbekommen über 2 Jahrzehnte, meine Ex-Frau auch, sehr riskante Manöver, sehr spannende Geschichten. Und die sagen, ach, du hast deine Katzenleben schon längst aufgebraucht. Die sind so gelangweilt, wenn mir was passiert. Mein Sohn war ganz schockiert, dass ich nicht total irgendwie so ein Aldi im Knast aufgemacht habe. Aber Erfolg und Glück oder noch viel schlimmer, das dürft ihr auf keinen Fall denken. Ich bin erfolgreich, ergo bin ich unglücklich. Auf keinen Fall. Aber was ich langsam lernte, und die Tabellen unserer Welt sind, wer sind die Reichsten? Nicht wer sind die Wohltätigsten? Nicht wer leistet das meiste für die Menschheit? Nein, eine ganz primitive Tabelle, in der ein Nettovermögen aufgeführt wird. Und in Amerika, das mich sehr geprägt hat, ist es ja noch perverser. Da läuft einer rum und sagt, my net worth is 2 billion. Sagte mal übrigens Donald Trump. Also das heißt, als wäre das eine Charaktereigenschaft. Mein inneres Vermögen ist endlos viel Geld. Wow. Also, was klappt denn irgendwie? Also dieses Parallelprogramm, das Alternativprogramm ist nehmen oder geben, hassen oder lieben, zweifeln oder glauben. Ihr werdet lachen, wir sind im Zentrum in Deutschland der Nichtgläubigen. Kein Vorwurf. Aber ich komme nachher nochmal auf ein paar Statistiken zurück in dem Zusammenhang.
Und jetzt kommt die andere Seite der Medaille. In diesem Werdegang habe ich mir nicht nur Freunde gemacht. Und wenn Sie glauben, dass Sie in 20 Jahren Milliardär werden oder eine der treibenden Kräfte im Finanzmarkt, das ist ein Verdrängungswettbewerb. Da haben Sie Rasierklingen an den Ellbogen. Da darf sich das nicht groß jucken, ob bei Prima Vulcan 20.000 Arbeitsplätze direkt verloren gehen und weitere 80.000 vielleicht in direkte und indirekte Mitleidenschaft gezogen werden. Das habe ich nicht verursacht. Ich habe es entdeckt, ich habe davon profitiert, aber der halbe Senat und das Management haben den größten Subventionsbetrug der deutschen Wirtschaftsgeschichte veranstaltet. Das muss man mal trennen. Würde mich das heute weiterhin interessieren? Eigentlich nicht. Und die Kehrseite dieser unvorstellbaren, diesem Aufstieg, ich habe den Abstieg auch erlebt. Und ich bin heute dankbar. Ich habe meine Frau verloren, meine Seelenverwandte. Mein Sohn hat mich komplett ignoriert. 25-jährige Geschäftsfreunde, denen ich half, mehrere Milliarden zu verdienen, nicht ganz uneigennützig, ließen mich total hängen. Nachher blieb übrig meine Assistentin, meine Mutter, ein Jugendfreund. Desto weniger Geld die hatten, desto behilflicher waren die. Wow, das regt zum Denken an. Und Gefängnisse sind, das ist eine harte Nummer. Es ist statistisch sicher, dass in diesen ca. 500 Leuten heute mindestens 25 irgendwann mal im Knast landen. Deswegen solltet hier einige sehr genau zuhören, okay? Und ich war in so einem Knast und in meinem Abteil, ich war Unterchef Sotto Capo. Der einzige, der noch über mir war, war ein Ndrangheta-Boss aus einer ganz, ganz famosen Familie oder sagen wir mal infamosen Familie, Morabito. Und der, mit dem habe ich diesen Laden gemanagt. Aber es gab einen weiteren Häftling. Also übrigens, ich muss es nochmal erklären, okay? Mir wird vorgeworfen, massive Kursmanipulation, konspirativer Betrug, was noch? Geldwäsche ist natürlich immer dabei. Und gefordert wurden irgendwann mal 225 Jahre Haft, die wurden dann nochmal erhöht auf 260 Jahre. Aber ich bin ungefähr so kriminell wie dieser Typ von VW, der hat da irgendwelche Motoren verstellt, den wollen sie auch für 169 Jahre wegstecken. Und das Schlimmste an den Vorwürfen ist die reinst mathematische Beleidigung. Eine Sezierung meiner angeblichen illegalen Tätigkeiten bezog sich auf einen theoretischen Mehrgewinn von 7 Millionen. Und die Beleidigung ist, dass ich nicht rechnen kann, dass ich ein Milliardenvermögen riskiere, um 7 Millionen zu verdienen, die nicht mal stimmen. Die ist noch weniger. Aber es ist egal. Ich sagte einmal, die Vorwürfe gegen mich sind Unfug, aber ich war alles andere als ein Unschuldslamm. Und in diesem Gefängnis in Pisa, ich erlebte einen Mord und zwei Selbstmorde in einem Jahr bei einer Bevölkerung von 40. Das ist ungefähr viel gefährlicher als Caracas und viel gefährlicher als ein Weltkrieg. Okay? Und dann gab es noch so einen Typ in der Auslieferungshaft. Apropos, ich bin nicht verurteilt. Okay?
der hieß Jeb Burke und der war richtig krank. Ich war ja auf Krücken mit multipler Sklerose, aber der war eigentlich super fettleibig, hatte schon zwei Herzinfarkte gehabt, war so ungesund, ja, wie es halt 70% der US-Bevölkerung sind. Und da hatten die Ärzte gesagt, der muss raus. Deswegen wurde er schon mal aus dem spanischen Knast entlassen. Aber in Italien scheinen die Amerikaner an jeder Schraube zu drehen. Und Jeb Burke, der war inkompatibel für den Knast medizinisch. Dem wurden auch Medikamente vorenthalten. Ich war auf Krücken, der war im Rollstuhl. Der hatte eine Harninfektion, ich hatte eine. Ich hatte einen Vorteil, ich hatte nicht so eine Riesenwampe gehabt. Ich konnte zwei Strohhalme zusammenstecken und mir die Seife in meinen Schwanz. Der konnte das nicht, der hätte ja geht nicht, ja. Jeder, der Physik versteht, versteht das. Wir hatten sogar denselben Anwalt. Nur ich bin hier und rede darüber und der ist krepiert. Und deswegen, wie am Anfang, bin ich dankbar. Und so sah ich aus danach. Ziemlich beschissen. Und ganz lustig ist, ich könnte auch etwas verbittert sein. Wissen Sie, wenn Sie ausliefern, dann wäre das doch ganz nett, wenn das Land, was Ihre Auslieferung will, so einen kleinen Antrag stellt, oder? Das nennt sich ein Auslieferungsantrag. Der wurde nie gestellt. Ich habe da 15 Monate Freiheitsberaubung erfahren. Und dachte eigentlich, dass mir mein Land hilft. Etwas, nachdem ich mit anderen die verdammte Freie Demokratische Partei saniert hatte von zig Millionen Defizit auf Überschuss, positive Bilanz. Mit so einem kleinen Kreis von Unternehmern. Duzte mich mit Guido Westerwelle, Gast bei ihm, Gast bei mir. Bringt Boyfriend mit, später, ich glaube Ehemann, irgendein Boyfriend, keine Ahnung. Nette Gespräche. Genscher 80. kam 2 Millionen in die Kasse. Und dann kommt die Weisung aus dieser regierenden Partei, damals 15%, von Herrn Westerwelle. Uiuiui, der Homm soll bitte nicht in ein multiple Sklerose Krankenhaus abgeleitet werden, aus dem Knast. Weil wir Dudes-Freunde sind, das ist bekannt, wenn er da abhaut, dann reflektiert das schlecht über mich. Also, stopp! Null Unterstützung für den Staatsbürger Homm im italienischen Knastsystem. Genau wie für einen Herrn Murat in Guantanamo. Nur ich hatte mich auf Geschäftsfreunde verlassen, gewissermaßen und auf politische Freunde. Bitte Vorsicht mit dem Wort Freund in jedem Zusammenhang. Benutzt das B-Wort, Bekannte. Freunde kennt ihr erst in einer extremen Krise. Und dann überlebe ich diesen Saustall. War so knapp davor, mich selber umzubringen. Weil nicht nur waren meine Gelder eingefroren, ich konnte mich nicht mehr in den USA verteidigen. Meine besten Freunde hatten mein Geld geklaut, wie ich im Bau war. Veruntreut, geklaut, nicht rausgerückt. Und dann komme ich komplett juristisch, hundertprozentig sauber aus Italien raus, weil diese Vorwürfe damals so haltlos waren und auch gewisse Fristen abgelaufen waren. Und dann komme ich zurück und die Amerikaner tun mich Wanted List
Meine größte Leistung in meinem ganzen Leben, ich habe es geschafft, ich bin auf der FBI Most Wanted Liste. Wie geil ist das? Kennen Sie jemanden, der das geschafft hat? Ist das nicht auch eine Leistung? Einen Deutschen! Was für ein illustres Publikum wir da haben in dieser Liste. Wow! Und dann war ich so... mediale Verurteilung, okay? Bildzeitung. Dann war ich so richtig traurig. Dann haben die mich von der Liste genommen vor ungefähr 7, 8 Monaten und gesagt, Mann, jetzt kann ich für Putin TV arbeiten. Weil es mir wirklich schnurzegal ist. Ich bin schon fast 8-mal tot gewesen. Da können Sie mich nicht mit Druck beeindrucken, ja? Oh, 260 Jahre Haft, nicht mehr 225. Oh, wie schlimm. Und nur zur medialen Verurteilung ein Wort, es wird immer gesagt, Flucht der Flüchtige. Der Flüchtige Florian Homm, immer auf der Flucht. Aber irgendwann haben die Schweizer Zeitungen und auch die Washington Post und andere gesagt, ja, der war ja 4 Jahre bei Verhören in der Schweiz, der Flüchtige Herr Homm. Und in den USA hat er sich in Washington und New York verteidigt, dieser angeblich Flüchtige Herr Homm. Aber es ist doch viel spannender, ein Milliardär, der flüchtet, darzustellen, als ein Milliardär, der sich verteidigt. Deswegen, liebe Leute, generell, hinterfragt alles, was ihr lest und was ihr hört, auch den Quatsch von mir heute Abend. Das war der beste Satz. Leider. Und irgendwann kommt der Turning Point. Also eigentlich haben sie alles abgelost, was sie können. Aber sie fühlen sich ganz gut. Hier stimmt doch irgendwas nicht an unserer Formel. Erfolg macht uns glücklich. Ich habe jetzt alles, keine Frau mehr, keine Kohle, keine Krankenversicherung. Ich habe immer noch ein paar Prozesse am Hals. Ich bin dankbar und glücklich. Und hier müsst ihr bitte was mitschreiben. Ich wäre euch dankbar, wenn ihr was mitschreiben würdet. Es gibt diesen Begriff PERMA. Professor Martin Seligmann. Es gibt sogar eine ganze Wissenschaft, die heißt nicht positives Denken, sondern Positive Psychology. Und die ist extrem fundiert, weil wir positive Emotionen, Gefühle messen können. Das konnten wir nicht vor 2000 mit Sicherheit. Brainscans, MFAI, vollkommen egal. Und das ist die Wissenschaft, die sich damit beschäftigt. Nicht eine Pseudowissenschaft wie VWL, eine richtige Wissenschaft. Ich bin Volksökonom, okay? Ich kann das sagen. Und da geht es um Sachen, von denen ich viel verstehe. Also Konsum und Party verstehe ich viel von. Arbeit verstehe ich eine ganze Menge von. Von den höheren Aufgaben, ich bin wirklich ein Novize. Aber warum erinnere ich mich an Sachen, die sinnvoll waren? Nicht, weil ich mir auf die Schulter klopfe, wirklich nicht. Es ist einfach so. Und wenn durch diesen Job, an dem ich sehr viel verdient habe, 300 Millionen Hautkrebs gefährdet und 60 Millionen Vitiligo-Kranke besser leben können, dann ist das auch jeder 20. So ungefähr wie jeder 20. im Knast landen wird hier. Das macht Sinn und es ist profitabel. Also ganz wichtig für euer Glück, wenn ihr irgendwas macht, es ist viel, viel besser, wenn es Sinn ergibt. Nur um Kohle zu machen, könnt ihr auch die Beine breit machen.
Selbst die Hardcore-Kapitalisten, einige, verstehen das und sagen, besteuert uns richtig. Warren Buffett, einer der reichsten Männer der Welt, sagt, der Steuersatz meiner Sekretärin ist 40%, meiner ist 15%. Und wir wundern uns, warum die Reichen reicher und die Armen ärmer werden. Wow, da reicht fünfte Klasse Mathematik. Eine Schule in Liberia, die es noch heute gibt, mit 3000 Absolventen, hat mich keine 2 Millionen gekostet. Aber das bleibt hängen, weil jetzt gibt es einen ganzen Ort, das ist die beste öffentliche Schule des Landes. Und die Familie von dem ersten Buben, die lebt mit $40 im Monat. Das habe ich früher in 2 Stunden in der Zigarre verpafft. Und wir brauchen trotzdem, verstehen Sie, der Sinn ist wichtig, aber wir brauchen alle Bestätigung. Es ist nicht gut, wenn Sie jeden Tag Misserfolg erleben. Das nennt man in Perma-Accomplishment. Es ist ganz in Ordnung, wenn Sie ein Examen verhauen. Ist echt nicht schlimm. Aber wenn Sie 10 hintereinander verhauen, dann wirkt sich das auf Ihre Psyche aus. Accomplishment, Leistung ist nicht schlecht. Und da waren ein paar ganz gute Empfehlungen drin. Meine liebe Deutsche Bank, da stand sie noch bei 30. Ich hatte gesagt, die werden Probleme haben. Der Yen ist ein bisschen überteuert oder das Gold wird steigen und Trump wird diese Wahl gewinnen. Das sagte ich vor 15 Monaten. Und wurde als, wie immer, wie bei der Dortmund-Sanierung, als bescheuert deklariert. Aber jemand, der aus dem Buch diese kleinen, dummen Empfehlungen nachvollzogen hätte, hätte in einem Jahr, ohne sich schwer zu tun, 70% verdient. Das geht. Es geht. Alles geht. Sie wissen gar nicht, wie viel Sie erreichen können. Ich sage nicht, dass Sie dadurch glücklich werden. Ich hoffe, einige von Ihnen verstehen, dass Sie alles erreichen können. Und jetzt nochmal so eine kleine wissenschaftliche Studie mit McKinney-Culloch. Weil wir reden jetzt ja über die Komponenten des Glücks, wenn Sie mir richtig zuhören. Glauben, Vertrauen, Meditieren, Reflektieren, Buddhismus, Judaismus, Islamismus, Modernismus, Taoismus. Hallo, ich bin überzeugter Atheist. Sagt mir mein Neffe, der ist 10 Jahre alt, der kann es nicht mal schreiben. Ja? Ich bin Atheist, geil. Sag ich, okay, Arschib, wahrscheinlich wirst du 8 Jahre früher sterben, als du sonst würdest. Das sind Zahlen. 6 bis 8 Jahre weniger Lebenserwartung. Vielleicht haben die einen Fehler gemacht, wie sie die 1400 Studien kompiliert haben. Ich würde ja schon allein deswegen glauben. Also als Quant-Nerd. Und dann kommt das ganz Schlimme. Warum verbringen wir so viel Zeit mit Sachen, die uns keinen Spaß machen? Wir haben viele Trainees und wir machen viele Coachings, einige pro bono für Leute in eurem Alter, in eurer Situation, älter, jünger. Und da fragen die sich, da sind solche Warteschlangen, um Bohnen zu zählen bei KPMG oder Pricewaterhouse. Glaubt ihr, das macht Spaß? Werdet ihr 500 Jahre alt, dass ihr das 70 Jahre machen könnt? Macht das, was euch erfüllt, was Spaß macht und habt Eier. Ja, was macht uns denn jetzt glücklich?
nachhaltig, weil die Koksparty mit den Silikonbräuten macht es spätestens am nächsten Morgen nicht mehr. Und Michael Douglas, mit dem ich 5 Jahre eine Firma hatte, oder Boris Becker, meine Kinder haben sich mit seinen Kindern so oft geprügelt, oder Michael Jackson, dem die Nase mal runtergekippt ist, wie wir die Filmrechte verhandelt hatten, oder irgendwelche Fernsehgeschichten. Das ist wirklich viel mehr Stress als emotionaler Return. Auch das wird uns verkauft. Die sogenannten VIP-Star, D, D, B, bla, bla, Promis, Bullshit. Ich mache Sachen, die haben einen horrenden Return. Ich rede heute hier. Das wäre vor 10 Jahren unvorstellbar gewesen. Weil in der Stunde, in der ich hier rumlalle, hätte ich mindestens 14.000 Euro verdient. Und an dem Tag, ja, halt mal 20, ja, 280.000. Aber es gibt halt, man muss doch dazulernen. Und was ich Ihnen erzähle, ist doch keine Theorie. Ich bin nicht irgendein Hochschullehrer, der sagt, Geld ist schlecht, Geld macht nicht glücklich. Erfolg, naja, Familie. Das ist Praxis. Also meine liebe Mutter, verstorben, ist die Tigerin und ich möchte mich bei Ihnen, Sie kennen sie nicht, trotzdem bedanken. Für ihren eisernen Willen. Meine Mutter hat den Gefängniskommandanten in Italien für 10 Millionen Euro verklagt. Innerhalb von 48 Stunden hatte ich meine Medikamente wieder. Meine Tochter hat mich unterstützt. Die ist in eurem Alter. Mittlerweile. War sie nicht in eurem Alter. Und sie hat mich massiv unterstützt. Einer der Gründe, warum ich mich nicht umgebracht habe. Mein Hund. Ey, klatscht lieber nicht zuvor. Ihr werdet mich jetzt verdammen, aber Kara, die Liebevolle, ich war der Hundehalter, weil Kara war wie ich auch so eine Art Bad Dog, ja. Und Kara wurde aus ihrer Familie verwiesen, also mir zugetragen, weil sie bei ihren 5 Kommilitonen leider irgendwie sich an dem Kopf eines verschluckt hatte und zugebissen hatte. Und kam dann zu mir in die Betreuung. Aber ein liebevoller Hund. Aber nachdem er die Wohnung meiner Mutter aufgewühlt hatte, die hätte fast einen Herzkasper bekommen, und meine hatte ich immer noch nicht aufgegeben. Und dann musste ich Kara ab und zu mal ins Hundehotel geben. Und Kara war so schlecht erzogen, dass er aus dem Hundehotel raus musste. Und ich 2.000 Euro zahlen musste. Schaden. Tierarztkosten. Also Kara war eigentlich nicht so richtig mein Ding ab nach einer gewissen Zeit. Aber Kara kam dann zu ihrem Eigentümer zurück, konnte das nicht mehr managen. Und der Eigentümer sagte, ach, jetzt habe ich wirklich verschissen. Also nehme ich die 2 Hunde, die ich noch habe, die gebe ich meinem Ex-Mann. Kara kommt zu mir nach Hause, ganz alleine, wedelte mit dem Schwanz und sagte, ich habe es geschafft. Kara ist ein Superstar. Und meine Freundin, das ist böse, böse, himmlische Ironie. Meine Freundin ist hyper erfolgreich, ein Workaholic. Wenn sie zu viel gearbeitet hat, ist sie gestresst und beleidigt mich. Ich durchlebe durch meine Freundin
den ganzen Scheiße, den ich selber angestellt habe. Ich weiß ja nicht mehr, ob der mir treu ist. Mein lieber Scholli. Und vor ein paar Tagen war der Stern bei uns. Und da geht es um diese Thematik Ego versus Seele. Da werden einige Deutsche präsentiert, auch der Mario Adorf und also wirklich bekannte Leute. Und die Welt sagt dir, die Welt sagt mir heute, meine alten Geschäftsleute sagen mir, bist du blöd? Eine Milliarde verbrannt, die alte ist weg. Schlimm. Muss ich noch verteidigen? Muss dir dumme Fragen gefallen lassen? Bist medial eine Null? Vergesst, dass ihr sozial akzeptiert sein müsst. Was sollen denn die Leute, die ihr meint, die klatschen für euch? Habt wieder mal die Eier zu sagen, forget it, ist nicht wichtig. Ich muss mein reichen, ob das nicht ist nicht so wichtig. Weil ihr landet dann in einer Situation, wo ihr euch ernst nehmt, das ganze dumme Spiel ernst nehmt. Und die Leute, die angeblich für euch klatschen, die gibt es nicht. Geht doch mal in euch hinein. Was bewegt mich? Wir haben ein Projekt, bei dem wir einen Superstar-Verkäufer bekommen aus der IT-Branche, die wird Wasseraufbereitungssysteme in der dritten Welt. Und wenn es so geil läuft, wie ich mir das vorstelle, ist das 5 Jahre mit 3 Milliarden. Aber erstmal sage ich dem Typen, weißt du was, vergiss deine 300.000. Du kriegst 3.000 für 3 Monate und dann musst du die ersten 1.000 Dinger vertickt haben. Weil wenn du die 1.000 vertickt hast, dann werden 100.000 Leute, die sonst auch eine Harninfektion bekommen, eine Augeninfektion bekommen, ein normales, faires Leben führen. Das ist doch ein geiler Job, weißt du was? By the way, wenn er 2 Milliarden, vielleicht hältst du ja 1% und 20 Millionen ist besser als einen dritten Arsch. Aber erstmal opferst du dich auf. Und denkst an deine emotionale Rendite und ob das wiederum Sinn ergibt. Ergibt es Sinn und macht es euch glücklich und liegt es euch. Das ist die Antwort. Das ist die Homsche Glücksformel, basiert, realitätsbasiert, empirisch geprüft. Lacht nicht, aufschreiben. Ihr könnt die Superstars sein. Denkt aber nicht, dass ihr mehr als 60% maximal, eher 40% eures Glückseligkeitspotenzials erreicht. Ihr könnt alles erreichen, nicht glücklich sein. Keine Meinung, okay? Wissenschaftlich basiert. Also, wir haben das da vielleicht angeschnitten. Liebe ist wichtig, eure Partnerschaft ist wichtig. Leistung und im Flow sein und auch ein bisschen positiven Feedback zu kommen, ist auch wichtig, aber 40%. Glaubt ihr ernsthaft, dass Bill Gates und Warren Buffett zum Spaß geben? Oder ich eine Schule aufbaue oder heute meinen Knacki-Freunden mega gefährlichen Typen helfe? Weil es mir Spaß macht? Ich mache das, weil ich eine emotionale Rendite bekomme. Mein Herz bewegt sich. Das Geben ist wissenschaftlich. Wenn Sie heute einem Bettler, einem Leidenden 5 Euro in die Hand geben,
Es ist messbar, dass sie fünfmal mehr Glücksgefühl erfahren als der Bettler, der es bekommt. Geben macht emotionalen Sinn. Und Vertrauen und Glauben hilft ihnen auch. Und wenn Sie das registrieren heute Abend, dass gnadenloser Ehrgeiz und Streben nach Erfolg, Kohle, Prestige Sie glücklich macht, wenn Sie das verstanden haben, dass die Formel nicht funktioniert, dann müssen Sie die anderen Sachen nehmen. Aber das Wichtigste haben wir vergessen. Und es ist jetzt ein IQ-Test in der Universität Halle. Wenn keiner was sagt, dann ist das kein gutes Zeichen. Also ihr müsst jetzt raten. Das sind 6 Buchstaben, also wir wissen alles, was funktioniert. Leistung und Flow plus Liebe geben, Familie oder Beziehungen plus Vertrauen, Sinn ist 100% Glückseligkeit. Es fehlt noch was. 6 Buchstaben. Ich frage bitte um mutige Leute, die jetzt mir sagen, was noch fehlt. Da hinten. Da würde ich jetzt sagen, geile Antwort, aber hat das mit Leistung und Flow zu tun? Noch was? Okay, so ein bisschen redundant. Okay, aber nochmal, da hinten eine Antwort. IHR, 7 Buchstaben. Das sind Glaube. Da war ein guter Input, Glauben, aber Glauben ist ein Synonym für Vertrauen. In dem Fall. Aber das ist schon sehr nah. Nichts. 5. N-I-C-H-T. Nichts. Sie lesen zu viel Nietzsche. Ja, komm Jungs, auf! Was war? Was hat er gesagt? Kokain. K-O-K-A-I-N. Nein. Schlechte Mathematik. Und komm Jungs, auf. Vögel. Oh, Vögel. Bumsen. Und das F-Wort. Das passt aber in die Liebe rein. Also kann liebevoll sein. Immer noch nicht richtig. Da hinten. Glaube. Oh. Glaube hatten wir schon. Zufall ist geil. Glück. Nein. Also wir bleiben mal bei Zufall. Also wir müssen hier bald einen Zufallsgenerator einbauen, der einfach Sachen rausschmeißt. Der Zufallsgenerator. Billion. Ist schon bei Leistung und Flow. Leute, jetzt gebe ich noch einen Hinweis. Also Zufall ist gut, weil Absurdität, Akzeptanz für die Absurdität des Lebens ist ein Aspekt des Nehmen. Das haben wir, glaube ich, erwiesen, dass das sogar viel Geld macht auch Sinn, wenn ihr es dann gut einsetzt. Aber wenn ihr schaut, dass das immer mehr wird auf eurem Konto, damit ihr höher, dass ihr noch werthaltiger werdet durch Geld, das passt nicht, das sind Zahlungsmittel. Was? Freude. Oh, sehr nah. Verdammt nah. Ich noch einen Hinweis. Es macht uns definitiv glücklich. Es bringt erhebliche Vorteile für unsere Gesundheit, weil das war Vögeln bumsen, das macht schon Sinn, glaube ich. Es kann unsere Lebenserwartung auch um 7 Jahre erhöhen. Lachen! Ja! Lachen! Und jetzt verbleibe ich relativ ernsthaft mit 3 Zitaten. Mein Großvater, auch Milliardär, verstorben. Was du machst, mach es gut. Ist das so schwer? Ihr seid privilegiert.
Hängt euch rein. Kaut nicht Kaugummi, fummt an den Schuhen, iPhone, Headphone und wollt noch was verstehen, lernen? No fucking way. Und meine Mutter, bevor sie starb, an ihrem 84. Geburtstag, fragte diese Frau in einer Erwartung überhaupt keiner vernünftigen Antwort: Was sagst du deiner Enkelin, Isabella? Da sagte die: Und meine Mutter hat ein irrsinnig bewegtes Leben geführt, ähnlich wie meins. Und sie sagte: Denke und handle mit deinem Herzen. Also mach richtig und denke und handle mit deinem Herzen. Und dann sagte Isabella, die sich gerade von ihrem genieartigen Boyfriend getrennt hatte, IQ 170, Finalist German Accelerator Program, Max-Planck-Institut, Trainee bei uns: Fokussiere dich auf Sinnvolles, lachend und mit viel Ironie, Selbstironie, lachen. Dabei lachen, auch wenn es einem zum Pflänzenmut ist. Durch die Formel kommt ihr doch wieder auf den richtigen Trip. Lachend positiv bleiben. Ihr seid privilegiert. Vielen, vielen Dank, dass ihr mir zugehört habt. Thank you.